Bilanz. Auf einer Pressekonferenz in Tripolis gibt der Stellvertreter Gaddafis Jalut die Zahl der Libyer bekannt, die bei dem US-Angriff ums Leben kamen. Reaktionen. In Bonn begrüßen Regierung und Opposition die jüngsten Abrüstungsvorschläge von Parteichef Gorbatschow. SED-Parteitag. Die DDR setzt auf die neuen Techniken. Rückschlag. Die Explosion einer Titanträgerrakete wirft das Satellitenprogramm der US-Luftwaffe zurück. Das Wetter wechselhaft und kühl. Grüß Gott, verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zur zweiten Ausgabe der Rundschau. Der US-Angriff auf Ziele in den libyschen Städten Tripolis und Benghazi hat 37 Menschen das Leben gekostet. Diese Zahl nannte der libysche Major und Stellvertreter Gaddafis Jalut im libyschen Fernsehen. Zugleich erhob er schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Reagan, den er einen Kriegsverbrecher und Massenmörder nannte. Die zahlreichen Journalisten, die in der Nacht mit Bussen zur ersten Pressekonferenz nach den amerikanischen Bombardements gebracht wurden, hatten eigentlich Muammar el-Gaddafi erwartet. Stattdessen erschien sein Stellvertreter Major Ahmed Jalut. Jalut ist seit den ersten Tagen Gaddafis engster Vertrauter. In scharfen Worten griff er Ronald Reagan und Margaret Thatcher an. Der militärische Akt sei ein Fehlschlag gewesen und habe Libyen stattdessen gestärkt. In der arabischen Welt sei das revolutionäre Klima gestiegen. Libyen verstehe sich weiterhin als Hort der Befreiungsbewegungen. Jalut bestätigte intensive Gespräche mit den Warschauer Paktstaaten und eine Neubewertung der libyschen Außenpolitik. Der Angriff auf Gaddafi und seine Familie sei ein internationaler Skandal. Auf die Frage von Journalisten bezifferte er die Zahl der Verletzten unter der Zivilbevölkerung auf 93 und die Zahl der Todesopfer auf 37. Gaddafi und seiner Familie gehe es gut. Alle anderen Spekulationen seien ein Wunschtraum der Amerikaner. Es gäbe auch keine innenpolitischen Auseinandersetzungen. Das Revolutionskomitee sei im Amt. Man habe den USA keinen Krieg erklärt und man war auch keinen Krieg. Während Gaddafi sich in seiner Fernsehansprache vor 2 Tagen eher zurückhaltend und sehr versöhnlich zeigte, schlägt sein engster Mitarbeiter Jalut jetzt wieder härtere Töne an. Es besteht kein Zweifel, dass die libysche Politik, zumindest verbal, eine revolutionäre bleiben wird und dass die Befreiungsbewegungen sich weiter auf Libyen verlassen können. Riesige Krater in den Straßen des Stadtteils Ben Ashur, 5 Tage nach dem Angriff der Amerikaner. Die Obdachlosen brachten ihre Sachen zu Verwandten. Jetzt kehren sie langsam wieder zurück. Inzwischen wird mit den Aufräumarbeiten begonnen. Deutsche Firmen haben ihre Baufahrzeuge zur Verfügung gestellt, um wie hier bei der französischen Botschaft den Schutt wegzuräumen. So gut es geht, kehrt mal das Leben ein. Auch die Versorgung mit Strom und Wasser funktioniert wieder. Manche dieser Menschen haben alles verloren. Angehörige, Hab und Gut. Es gab hier Dutzende von Toten. Allein in dem Haus hinter mir kamen 5 Menschen ums Leben. Keiner versteht hier, warum die Amerikaner diesen Stadtteil angegriffen haben, in dem nur Zivilisten leben. Der italienische Ministerpräsident Craxi hat Rom zu großen Anstrengungen aufgerufen, um die Krise im Mittelmeerraum unter Kontrolle zu bringen. An die USA gewandt erklärte er, Militäraktionen seien kein geeignetes Mittel, um eine Verbreitung des Terrorismus zu bekämpfen. Im Zusammenhang mit dem Beschuss der Insel Lampedusa machte Craxi deutlich, dass es bei einem erneuten Angriff Libyens gegen italienisches Staatsgebiet nicht bei einer diplomatischen Protestnote bleiben werde. Gegen den amerikanischen Luftangriff auf Libyen demonstrierten heute mehrere 10.000 Menschen in vielen Städten der Bundesrepublik. Die Umzüge verliefen weitgehend friedlich. In Bonn zogen nach Angaben der Veranstalter rund 40.000 Menschen, nach Polizeiangaben 10.000 zur abgeriegelten US-Botschaft. Vereinzelt kam es zu Zwischenfällen, als die Polizei den Demonstranten Transparente entriss. Von umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen begleitet war eine Demonstration in Berlin, wo etwa 6.000 Menschen dem Aufruf der alternativen Liste gefolgt waren. Auch hier kam es nur vereinzelt zu Ausschreitungen. Der Polizeipräsident hatte zuvor eine ursprünglich vor dem Amerika-Haus geplante Kundgebung untersagt und eindringlich auf das Vermummungsverbot hingewiesen. Unterdessen wächst in den USA das Befremden über die Kritik der Europäer am amerikanischen Vorgehen gegen Libyen. Aus Washington berichtet der Korrespondent des ORF Klaus Emmerich. Für das amerikanische Verteidigungsministerium ist der Konflikt USA-Westeuropa nichts Neues. Hier hat man schon seit langem an der Verlässlichkeit einzelner westeuropäischer Länder in weltpolitischen Fragen gezweifelt. In diesem Verteidigungsministerium heißt es nun, man habe sich jahrelang beim Unterhalt der Stützpunkte, bei Manövern oder Konferenzen der westlichen Allianz, der NATO, wohl etwas vorgemacht.
Hinter diplomatischen Formeln der Einmütigkeit hätten sich tiefgehende Meinungsverschiedenheiten verborgen, die auch auf zweierlei Denkweisen und auf unterschiedliche Interessen zurückzuführen sind. Der amerikanische Vizepräsident Bush hat sich nun auf die Seite der Kalten Krieger geschlagen. Jahrelang versuchte er, innerhalb der Regierung Reagan, sich für Verhandlungen einzusetzen. Im amerikanischen Außenministerium, dem State Department, fällt es unter diesen erschwerten Umständen immer schwerer, gegenüber Europa einen Kurs des Verständnisses und der Verständigung zu halten. Selbst abgebrühte Diplomaten in diesem Ministerium können sich momentan der Stimmung nicht entziehen, die von 2/3 der amerikanischen Bevölkerung gestützt wird, nämlich Härte zu zeigen und nur als ohne die europäischen Verbündeten der USA vorzugehen. Was bildet nun den Hintergrund? Zunächst sind es die unterschiedlichen Interessen einer Supermacht, die weltweit denkt und von Klein- und Mitstaaten in Europa, die an ihre eigenen Interessen denken, nicht zuletzt in Erinnerung haben und halten, dass auf ihrem Boden 2 Weltkriege ausgetragen wurden. Der CSU-Vorsitzende Strauß hat die Europäer für den amerikanischen Angriff auf Libyen mitverantwortlich gemacht. Gegenüber der Welt am Sonntag betonte er, wenn die Europäer gemeinsam mit den USA solidarisch gehandelt und wirksame Sanktionen ergriffen hätten, wäre es zu der Militäraktion nicht gekommen. Außenminister Genscher warf er vor, unredlich zu handeln, wenn er von politischen Lösungen redet, ohne diese beim Namen zu nennen. Durch die beschleunigte Einführung neuer Techniken will die DDR bis 1990 vor allem die Produktion von Konsumgütern drastisch erhöhen. Auf dem 11. SED-Parteitag in Berlin erläuterte Ministerpräsident Stoff den neuen 5-Jahres-Plan. 2 Tage lang stand Selbstzufriedenheit auf dem Programm der SED. Zufriedenheit mit dem bisher Erreichten, mit dem Führungsplatz der DDR im östlichen Lager. Seit dem Auftritt Willi Stoffs heute Nachmittag ist der Blick fest nach vorn gerichtet, auf das Planjahr 1990. Keine Wende in Moskau zeichnet sich ab. Stetig und beharrlich wie bisher soll die DDR-Wirtschaft wachsen, mit Hilfe von Robotern, Rationalisierung und mehr Fleiß. Es ist ja das Problem bei den Texten, die hier vorgetragen werden, sagt mir ein DDR-Wissenschaftler, dass sie durch so viele Mühlen gegangen sind, dass ein Uneingeweihter am Ende kaum mehr weiß, was eigentlich gemeint ist. Aber man muss kein Wissenschaftler und kein eingeweihter Spitzenfunktionär der DDR sein, um aus der Rede Stoffs die internen Kritikpunkte herauszufiltern. Da geht es immer noch um zu viele Fehler bei der Produktion, um den Ersatzteilnachschub, um zu geringe Auslastung der Maschinen und um ein Konsumangebot, das an den Interessen der Verbraucher lieblos vorbeizielt. Schneckentempo auf dem Weg zum Sozialismus, wie das eine Karikatur andeuten mag, in einer Ausstellung zu Ehren des Parteitags, Schneckentempo will die SED nicht mehr dulden. Denn sie hat begriffen, das klang bei der Rede Stoffs durch, dass sie alles internationale Ansehen und alle schönen Statistiken nicht helfen, wenn ihre wirtschaftlichen Erfolge bei den Bürgern nicht ankommen. Außenminister Genscher hat sich dafür ausgesprochen, die jüngsten Abrüstungsvorschläge des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow gründlich zu prüfen und nicht von vornherein abzulehnen. Auf einer Veranstaltung seiner Partei in Mehldorf wertete Genscher die Aussagen Gorbatschows als Zeichen dafür, dass die Sowjetunion trotz der Entwicklung im Mittelmeerraum der Fortsetzung des Ost-West-Dialogs interessiert sei. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Vogt wertete Gorbatschows Vorschläge als einen großen Schritt nach vorne. Erstmals sei die Sowjetunion bereit, ihr eigenes Territorium bis zum Ural in Vereinbarungen über die Verringerung der konventionellen Rüstung in Europa einzubeziehen. Bei der Explosion einer Trägerrakete des Typs Titan 34D am Freitag, kurz nach dem Start vom US-Waffenstützpunkt Vandenberg, wurden 58 Menschen verletzt. Nach Meinung von Verteidigungsexperten ist dies nach dem Challenger-Unglück ein weiterer schwerer Rückschlag für das Satellitenprogramm der US-Luftwaffe. Nach Informationen unabhängiger Wissenschaftler sollte die Rakete einen Spionagesatelliten im Wert von rund 1,8 Milliarden Mark in den Weltraum transportieren. Vor einem bildungspolitischen Kahlschlag hat die Landeselternvereinigung der Gymnasien auf ihrer 36. Jahrestagung in Bamberg gewarnt. Der Grund ist die jetzt vom Bundestag beschlossene Verlängerung des Wehrdienstes um 3 auf 18 Monate ab 1. Juni 1989. Dadurch verkürzt sich die Schulzeit an den Gymnasien. 495.000 Mann soll die Bundeswehr stark sein. Doch durch den Geburtenrückgang werden Anfang der 90er Jahre 42.000 Rekruten fehlen. 3 Monate längerer Wehrdienst sollen die Lücke schließen. Für die jährlich rund 4.000 wehrpflichtigen Abiturienten in Bayern wäre eine bisher übliche Einberufung zum 1. Juli ein Problem. Denn sie würden 3 Monate nach Beginn des Semesters von der Bundeswehr entlassen. Vor der Landeselternversammlung stellt Kultusminister Hans Mayer heute seine Lösung vor.
Einmal wird das Verteidigungsministerium die Einziehungstermine um einen Monat zurückverlegen und wir werden entsprechend das Abitur um diesen einen Monat zurückverlegen. Dann gehen etwa 4 Wochen auf den Jahresurlaub und endlich werden die Hochschulen im Bundesgebiet ab 89 das Wintersemester am 1. November beginnen. Nach der Kürzung um einen Monat befürchten die Eltern langfristig sogar die Abschaffung des gesamten letzten Schuljahres. Und da sehen wir doch die wirkliche Gefahr auf uns zukommen, dass in wenigen Jahren kein Weg mehr an der 12-jährigen Ausbildungszeit am Gymnasium vorbeigeht, einfach weil man sagt, wir brauchen aus wirtschaftlichen Gründen diese Leute. Und wir Eltern meinen andererseits, eine Bildung muss so tief sein wie nur möglich, damit man wirklich den Zukunftsaufgaben gewappnet ist. Kultusminister Meyer versicherte in Bamberg, Pfingstferien und Unterrichtseinheiten würden nicht angetastet. Das 13. Schuljahr an Gymnasien bleibe erhalten. Ganz bescheiden und ohne jegliches Festtagsspektakel begeht heute auf Schloss Masbach das Fränkische Theater seinen 40. Geburtstag. Das Jubiläumsprogramm sieht nämlich keine überschwänglichen Festtagsreden vor, sondern ein Stück aus dem ganz normalen laufenden Spielplan. Das lebenslängliche Kind. Erich Kästners Theaterfassung von Drei Männer im Schnee. Ich bedauere aufrichtig, Sie nicht gehorsam, mein Herr. Damit Sie nicht leer ausgehen, will ich Ihnen wenigstens mitteilen, dass ich weder ein Prinz noch ein Millionär bin. Das Nobelambiente eines Schlosses war dem Fränkischen Theater nicht in die Wiege gelegt. Im Gründungsjahr 1946 verfügte das damalige Ensemble nicht einmal über ein Festhaus, sondern zog im unterfränkischen Raum spielend von Stadt zu Stadt. Erst 1960 wurde das Schloss zur Heimat für Bühne und Schauspieler. Alle Akteure nämlich arbeiten nicht nur, sondern wohnen auch für die Dauer ihres Engagements in den hochherrschaftlichen Gefilden. Ein ausgezeichneter Nährboden also für echte Theaterteamarbeit. Von Juni bis August sind die Aufführungen übrigens im Schlosspark statt. Die Freilichtbühne verfügt über 390 Plätze und die meist leicht verdauliche Theaterkost garantiert einen stets ausverkauften Park. Das intime Zimmertheater mit nur 90 Plätzen befindet sich in der Bibliothek des früheren Schlossherrn. Und der wird sicher im Geiste applaudieren, wenn er beim abendlichen Spuken gratis das ausgezeichnete Programm genießt. Ja, heute Vormittag um kurz vor 10 hat mich jemand angerufen. Er wäre mit dem Hund spazieren gegangen und er sieht, dass das Kreuz abgesägt war. Ich war im Augenblick schockiert. Betretene Gesichter, auch bei den amerikanischen Reisejournalisten, die heute Nachmittag die Stelle sehen wollten, an der man König Ludwig ertrunken aus dem Nass gezogen hatte. Das Gedenkkreuz, es war weg. Hinterhältig abgesägt von unbekannten Wettern bei Nacht und Nebel. Das 4,5 Meter große Holzkreuz war in den See gestürzt und dann trieb es ans Ufer. Große Frage nun, wer waren die Täter? Waren es Feinde von Ludwig II.? Vielleicht nicht Feinde direkt, aber Menschen, die eben anderer Meinung sind als er war. Die Gewinnzahlen im Lotto sind aus 49. 1, 21, 23, 24, 36, 44, Zusatzzahl 42. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 0, 5, 6, 5, 7, 4, 6. Alle Angaben.